Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Okay. Was zum Teufel ist mit euch passiert? Na, die werden dir nicht mehr antworten können. Wir konnten sie nicht sehen, nur ihre Augen. Komm jetzt raus, Vargas. Ei. Junge, zurück. Ich mach das schon. Ich schau, ob's einen anderen Weg gibt. Was schießt denn da die ganze Zeit rum, ey? Ich check's gerade gar nicht. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas. Lass aus dem Licht. Sie werden euch sehen. Das sind aber kleine Kompis hier. Oh, ich hab Pack. Okay. Zurücktreten. Das ist ein Befehl. Hier draußen am Strand sind wir leichte Beute. Wir müssen uns Schutz suchen. Was glaubst du, was du da tust, Vargas? Ich bin gerade echt begeistert von dem Spiel, dass die jetzt sogar noch so ein bisschen Horrorelemente mit reinbringen. Kameras, kann ich ihn suchen? Sprich mit mir, Yoda. Wo ist er? Ich kann Vargas nicht sehen. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Ich hole ihn mir. Ich kann Vargas nicht sehen, es ist zu dunkel. Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeigt euch! Gott, Vargas dreht aber durch, ey. Rechts hinter dem Felsen, Ding. Soll ich Vargas jetzt erschießen? Sorgt dafür, dass er sich bewegt. Oder ihn zumindest bewegungsunfähig machen. Wow, guter Schuss. Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Komm zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt. Oh, vergessen, weil ich wieder... Ah ja, okay, sorry. Ich hab nur für eine Sekunde gerade in den Chat geguckt, das ist doch doof, ey. Na gut. Kriegen wir hin. Wow, guter Schuss. Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Komm zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe. Oskar? Zurück! Okay, Oskar wollte ihn auf jeden Fall direkt abknallen. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Ich muss mal ganz kurz einen Ventilator hier anmachen, Leute. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu stark. Hört man das? Gib mir mal ein kurzes Feedback, aber das ist so sehr viel angenehmer hier. Sehr viel angenehmer. So, was haben wir jetzt hier für Auswahlmöglichkeiten? Was stimmt nicht mit dir? Das ist mit den anderen passiert, das ist sehr interessant, ja. Was zum Teufel ist mit euch passiert? Sie sind überall, sogar jetzt. Sie beobachten uns. Wir müssen... Oskar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert ist. Wir müssen dir helfen. Vergiss es, er ist verrückt geworden. Ja, hat er aber dann auch die anderen alle erschossen, oder was? Weil er durchgedreht ist, kann das sein? Noch ein Überwachungsmonitor. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Ähm.
Ich schätze, diese Kamera war länger nicht in Betrieb. Okay. Oh. Okay, Team Bravo ist für höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts. Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Aha. Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Ich glaube, hier wird gerade jemand gefressen. Oh ja. Oh, der ist auf jeden Fall im Sack, der Kerl. Wir müssen los. Die Cat, schmeiß den Motor an. Wir heben ab. Lecker. Ja, genau. Habt ihr jetzt hier eigentlich im Chat alle schon das Game gezockt oder bin ich da nicht der Einzige? Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Der das gerade zum ersten Mal spielt. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. Ingen-Rettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn Sie immer noch da draußen sind, unterwegs wir ist, versuchen... sollten wir vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norde. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht sie nichts an. Ja, weil die meint, dass das Boot noch da ist, aber das Boot ist halt auch nicht mehr da. Würde ich jetzt einfach mal so ganz stur behaupten. Ach. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Largate. Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Das hält die nicht fern, Mann. Das zieht die an. Haben wir doch auch in The Lost World gelernt, oder? Siéntate. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Okay. Ich schau mal kurz in den Chat rein. Hab es schon mehrfach gespielt. Okay, sehr cool. Unter Windows 10 läuft das einwandfrei, na klar. Ich habe auch, wie heißt es, eine Aufbauspiel Jurassic Park Operation Genesis habe ich auch schon über Windows 10 laufen lassen. Und damit haben wohl auch sehr viele Schwierigkeiten. Bei mir läuft das alles einwandfrei, keine Ahnung. Nur Let's Play angesehen. Nicht gezockt, aber kenne es. Habe mir schon 10-mal Let's Play zu dem Game angeguckt. Ja. Sieht aber auch den Hilfstrupp an. Das mag sein. Das sind sehr weise Worte von dir. Du musst jetzt aber halt abwägen, was wahrscheinlicher ist. Dass der Hilfstrupp den Rauch riecht und dich wittert oder die Dinosaurier. Ist halt schwierig, ne? Ist eine schwierige Frage. Doch, das wollte ich auch schon mal streamen, Operation Genesis. Ich wollte noch so einiges eigentlich auch am Jurassic Park Game streamen. Auch diese Demo-Varianten, die ich noch habe, wo man den kompletten Park betrachten kann. Und das kann man sogar im Multiplayer spielen, da tauchen keine Dinosaurier auf. Der wurde aber von einem Fan der komplette Jurassic Park nachgebaut. Anhand allem, was wir wissen, von Skizzen, von irgendwelchen Konzeptarts und sowas. Und das soll richtig geil sein. Und da kann man dann zu zweit oder auch zu dritt, meine ich, oder wahrscheinlich auch noch mehr Leute, diesen Park so ein bisschen unter die Lupe nehmen und ein paar Sachen da erforschen. Das will ich auch als nächstes mal machen. Am besten aber halt auch mit ein paar Leuten dann zusammen. Dafür muss aber erstmal der Discord-Server online sein. Sonst, davor mache ich da nichts. Aber ich arbeite dran. Und kannst du das mal zocken? Operation Genesis auf jeden Fall. Wie gesagt, wollte ich auch schon machen. Das kommt noch. Erstmal machen wir jetzt das hier fertig. Ob es heute klappt mit fertig machen, weiß ich halt nicht. Schwierig. Das machen wir aber dann im nächsten Stream einfach fertig. Wahrscheinlich dann morgen oder so.
Und danach will ich euch diese Demos erstmal zeigen. Da gibt es nämlich auch eine Demo, wo es nur darum geht, wie der T-Rex gerade ausbricht. Das sieht super krass aus von der Grafik her. Dann gibt es eine Demo, wo die Raptoren in der Küche auftauchen. Und dann gibt es eben noch zwei Demos. Einmal zu Jurassic World, einmal zu Jurassic Park, wo man eben den kompletten Park so betrachten kann. Ja. Und das machen wir auf jeden Fall noch alles. Ich denke, dass sie den Rauch eher sehen, aber egal. Im Wald, also so Rauch machst du aber eigentlich, wenn du irgendwo strandest, an öffentlichen, freien Plätzen, oder nicht? Und nicht mitten im Wald. Weil der Rauch sonst nicht so wirklich sichtbar ist. So, keine Ahnung. Mit der Community spielen würde ich auf jeden Fall echt sau gerne. Wenn ihr das Game noch nicht kennt, das kann man sich auch komplett kostenlos runterladen. Ist nichts Illegales, ist halt nur ein Fanprojekt. Bei dem eben sehr viele sagen, ey, das muss zu einem fertigen Spiel umgewandelt werden. Und ich bin so gespannt darauf. Und das Gleiche gibt es eben auch nochmal von Jurassic World, wo sich jemand wirklich die Mühe gemacht hat, den kompletten Jurassic World Park nachzubauen. Aber in der Jurassic World Demo sollen wohl sogar Dinosaurier auftauchen. Ich kenn's noch nicht. Müssen wir uns echt mal reinschauen. Vom Helikopter aus. Ja, gut, okay, du hast recht, du hast vollkommen recht. Schon mal Jurassic Park Trespasser? Trespasser heißt das. Trespasser heißt es, oder? Also Eindringling. Gespielt. Nee, habe ich noch nicht. Kenne ich auch nicht. Finden viele aber ziemlich geil, habe ich mitbekommen. Und das soll ja wohl mal ursprünglich Kanon gewesen sein, ne? So. Im Gegensatz zu dem Spiel hier war dieses Trespasser ja wohl mal als Kanon betitelt, soweit ich mitbekommen habe. Keine Ahnung. Gleich habe ich gerade schon mal gesagt. So. Hey Dad, sind diese Bären essbar? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Ja, so Pflanzen hier essen ist natürlich auch problematisch, weil du halt nicht weißt, was davon alles giftig ist. Ich war mal in Österreich Pilze sammeln. Pfifferlinge wachsen da. Ich sehe den Unterschied nicht. Es gibt wohl zwei verschiedene Pilzarten, die sehen beide aus wie Pfifferlinge. Nur ist eine davon irgendwie giftig und kann zu Durchfall führen. Ich habe wirklich komplett nur die falschen Pilze gesammelt. Und Gott sei Dank hat jemand vorher gesagt, ey, wir essen die jetzt mal nicht. Wir essen lieber die, die ich gesucht habe. Sonst wäre der Abend nämlich für den Arsch gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Bären kann einen erwachsenen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt nicht schaden. Jess! Also ich habe dafür keinen Patch für Operation Genesis. Bei mir läuft das einfach, indem ich es reingeschoben habe. Er kann aber auch am neuen Update liegen. Also es gab irgendwann mal ein Update zwischendurch. Und also bei mir, wie gesagt, ich habe keinen Patch oder irgendwas. Ich kann es einfach reinschieben als CD und das Ding starten. So, die Kleine nervt jetzt langsam mit ihrem alles essen wollen. Wir gucken mal, was wir da hinten haben. Hey Dad, ah. Da drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurierweibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Aber die Eier könnt ihr doch essen, Mann, wenn ihr jetzt schon Feuer gemacht habt. Könnte man doch die Eier wegsnacken. Wir switchen mal in die andere Kamerasicht, nämlich hier zu dem lieben Jerry. Der ihr scheinbar die Knarre wegnehmen will. Keine Dummheiten. Und sie hat's gesehen. Ja. Können wir aber auch... Ne, können wir nicht. Doch, wir können nochmal zu ihr rüber switchen. Abstand halten, ja. Ah, die ist auf jeden Fall so richtig bescheuert, die Alte. Ich meine, wir haben die immerhin gerettet. Ja, auch wenn wir sie im Wagen vergessen haben, dreimal, trotzdem haben wir sie gerettet. Was? Was? Nichts. Okay.
Geht's Ihnen wirklich gut? Der Biss sah ziemlich schlimm aus. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen. Hey, Kleine. Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Beeren. Sie werden mir helfen. Na gut, sind wir mal so freundlich und bringen ihr die Beeren, die hat die hier gemeint, ne? Sind das hier die richtigen Beeren? Sie. Bring sie mir. Es wird langsam dunkel. Komm schon, Kleine, ich brauche diese Beeren. Hier, Nima. Gracias. De nada. Sie ist ein gutes Kind. Ich weiß. Wir müssen irgendwie an dieses... an das Ding hier rankommen. Aber jetzt dürfen wir bestimmt mit ihr reden, weil wir ihr Bären gegeben haben. Wasser holen oder... Nein, wir gehen sowieso gleich weiter. Okay, wir lassen aber nicht locker. Nein, das reden wir mal nicht. Sprechen wir mal nicht an das Funkgerät. Wir sprechen mal den Rettungsteam an. Das Rettungsteam. Sind Sie eine von diesen radikalen Umweltschützern oder so? Hat InGen vielleicht eine Akte über Sie angelegt? Die haben Besseres zu tun, als Akten über Leute wie mich anzulegen. Die beiden Fragezeichen links, haben wir die nicht aber schon untersucht? Das sind doch wieder nur irgendwelche Beeren, ne? Na klar, sogar die Beeren hier sind giftig. Ja. Machen wir das auch nochmal, dann ist es weg. Oh! Dad, hier sind ein paar frische Dinospuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Danke dir für den Tipp. El Sanchez. Das war sehr hilfreich. Compso was? Nennen Sie einfach Compis, das ist leichter. Wir switchen nochmal zurück zu ihm, zum lieben Jerry, und gucken mal, ob wir jetzt irgendwas bewirken können. Oder ob wir irgendwas... Ach, warte mal. Okay. Das heißt, sie muss auf jeden Fall... Sollen wir das Ding einfach mal ansprechen? Dieses Walkie-Talkie-Teil. Merke, es laufen Dinos im Park herum. Das ist richtig, natürlich. Das sollte ich nicht vergessen. Bei einem Spiel wie Jurassic Park. Hey, was starrst du denn so? Ich? Ich starre nicht. Sie starren. Gucken Sie doch woanders hin. Vergiss es. Geil. Na los, schau woanders hin. Ich brauche das Funkgerät. Okay. Komisch, ob sie wohl aus der Jurazeit stammt? Sprich mit Gary, wir sprechen jetzt einfach mal das Funkgerät an, oder? Was haben Sie mit dem Funkgerät gemacht? Warum? Willst du irgendjemanden anrufen? Ja. Nein, ich habe mich nur gefragt. Musste ich nicht fragen. Ich habe es hier. Gut. Du alte Zicke, du. Du bist ziemlich still, Dad. Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und Sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst? Ja, natürlich. Gut, dann tun Sie genau das, was ich sage. Dann werde ich Ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie erschießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen.
Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie ein Fastil. Okay, okay. Ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Okay, okay. Tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. Eine Waffe auf ein Kind zu richten, ist aber auch schon sehr feige. Schon. Okay. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, hi. Ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungel. Baum 1, da ist noch ein Baum 2. Hier sieht alles gleich aus. Und ein paar Beeren. Aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen. Hallo? Was ist passiert? Waren Sie das? Den Rauch vom Helikopter aussehen. Da hat aber jemand das Game wohl schon gezockt gehabt, wa? Ich meinte, Sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tut mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Keine Spur von ihnen hier. Keine Spur von ihnen. Nur Bäume. Wir müssen nach dem Rauch Ausschau halten. Da ist auch kein Rauch, oder? Hat Nein. Hat das Mädchen irgendwas von einer Klippe gesagt? Nein. Aber sie meinte, sie wäre nach Norden unterwegs. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Küste. Da vorne ist Rauch. Toll. Das Letzte, was ich anklicke. Oh Scheiße, oh Scheiße. Er schmeißt ihn einfach raus. Doch nicht. Ich dachte, er schmeißt ihn einfach aus dem Fenster. Das wäre assi gewesen. Oscar, die Cat ist bewusstlos. Oscar! Geh los. Kannst du die Kiste landen? Ah, andere Plätze sind nicht mehr anbringen. Okay, jetzt hab's schon. Ich hab's Gefühl, wir stürzen jetzt wieder ab, egal was passiert. Sieht nicht gut aus. Oh, das sollte nicht passieren. Schwach. Tut mir leid, ich muss mal kurz übernehmen. Okay. Also jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Das war wirklich knapp vorhin. Hat keiner gesehen. Ja, ich glaube auch. Dass das niemandem aufgefallen ist.
Rang Silber, also du verlierst pro Tod einen Rang oder was? Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann. Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Direkt beim ersten Versuch alles geschafft, ja. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Das Spiel speichert. Anders als wo. Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Warte mal. Kommt gleich der Predator. Schönen guten Tag oder Abend, die Flombe überhaupt. 17.36 Uhr. Lieber Herr Pandermann, ich hoffe, dir geht es knusprig. Los, weiter geht's. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Am besten, wir trennen uns im Dschungel. Genau. Da ist das Feuer, aber ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Unsere Gruppe ist wieder weg. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Ach du, mir geht's eigentlich immer gut. Danke der Nachfrage. Ja, kann mich eigentlich nicht beschweren. Aber hoffentlich keine gegessen. Ich bin jetzt hier noch kein einziges Mal gestorben in dem Spiel. Also ich komme super durch, muss ich sagen. Wie ein Profi. Und auch mit dem Ton gab es keine Probleme. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Wie entspannt sie durch den Dschungel laufen mit Dinosauriern. Ich würde einen Herzinfarkt kriegen. Ich glaube, du musst da entspannt durchlaufen, oder? Ich meine, weil du auch so angespannt bist allein schon, dass du wirklich versuchst, keine Geräusche zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich durch den Dschungel rennen würde und würde schreien, ah, Hilfe! Du musst da schon deine Ruhe bewahren. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Sauer. Bis jetzt, ja, nee, es gab wirklich Tonprobleme und die Klassiker halt, ne? Das war ein Scherz am Rande gewesen. Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Ach du Heiland. Uff. Ey, die sind hier aber echt... Oh nein. Die sind hier aber echt sehr präsent, die Lophosaurier. Und es war's. Tot. Ach Gott. Die sind hier echt sehr präsent. Mehr als die Velociraptoren. Was ein bisschen schade ist bis jetzt. Ich würde die ganz gerne auch mal sehen. Ah, falsche Richtung. Oh Gott, ich sterbe jetzt schon wieder. Ach. Los jetzt. Hol dir das Gewehr. Hol dir das Gewehr. Hol dir das Gewehr. Die sind aber echt fies hier, diese Scheißviecher, ey. Alles okay? Oscar, Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, oha. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Ich hab überall geschaut. Ah, ja, der Moralapostel wieder. Da lang. Das wäre auf jeden Fall jetzt sehr viel konsequenter gewesen, wenn er ihn noch gekillt hätte, den Dilophosaurus. Wir müssen einen anderen Weg finden, was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können.
Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Fürs nächste Mal aufheben. Das wusste ich nicht. Das wusste niemand. Ich weiß, dass es hier im Park Fahrgeschäfte geben soll, aber ich hätte nicht mit sowas gerechnet. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Ich muss jetzt aber nicht ernsthaft die Schienen variieren, während ich angegriffen werde. Das wäre jetzt voll scheiße. Vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. Ja. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Hi und schönen guten Abend. Müssen wir zusammenarbeiten. RS-19 Max. Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Szene. Besser spät als nie, würde ich mal sagen. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Szene zu bekommen. Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen. Und Wagen zum Sitzen draufheben. Dann ist der aber halt wieder da vorne. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Okay, wir machen erstmal jetzt hier die 3 raus. Die 3 gehört da so oder so nicht hin. Die muss ja sowieso aussortiert werden. Falscher Knopf, sorry. Moin und hallo, herzlich willkommen hier zu diesem... Ich raff's gerade nicht, Stream. So, die 3 ist jetzt weg, die 2 muss jetzt hier dahinter. Das ist doch das Problem, was wir haben. Das müssen wir jetzt irgendwie lösen. Und dann sieht die Welt doch auch schon wieder ganz anders aus. Die Frage ist jetzt eben nur, wie mache ich das am schlauesten? Wenn ich jetzt den Waggon hier rauslasse, bekomme ich ihn aber nirgendwo mehr rein, dass ich ihn woanders wieder ablassen kann. Die 2 muss hier irgendwie vor diesen Waggon kommen. So, das heißt, wenn ich den jetzt hier rauslasse, dann ist aber hier immer noch alles blockiert da hinten. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wie bekomme ich den hier vorne? Ich kann aber auch... Warte mal. Der da raus, der ist voll. So, jetzt ist der da drin und jetzt kriege ich den aber nicht mehr raus erstmal, aber nee. Wir müssen jetzt ach, dann passt da aber auch keiner mehr dahinter. Das ist doch echt, also es ist wieder so eine Sache, die glaube ich gar nicht mal so schwer ist, aber ich check's einfach nur nicht.
Ich müsste jetzt... Wenn die 2 jetzt hier rausfährt, dann ist halt wieder das Ding hier im Weg. Du musst die 3 rausholen. Als nächstes, oder was? Okay. Dann den leeren Waggon dahinter stellen, wo die 3 war, glaube ich. Wenn ich die 3 jetzt raushole. Da checke ich jetzt deinen Plan dahinter, aber nicht, was du davor hast. Du musst die 3 rausholen, warte mal. Dann den leeren Waggon dahinter stellen, wo die 3 war, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, aber wie kriege ich denn den leeren Waggon dahin? Ich kann die 3 jetzt erstmal bei der 2 abliefern, den leeren Waggon dann da reinmachen. Das kann ich machen. Aber dann habe ich ja wieder die falsche Reihenfolge. Dann habe ich hier wieder 3 und 2 sitzen. Das macht so auch keinen Sinn. Also wenn jemand wirklich weiß, wie das geht, dann wäre das halt geil, wenn ihr das wirklich in kompletten, ausführlichen Sätzen schreibt. Weil sonst mache ich alles jetzt nur noch schlimmer, wenn ich das irgendwie falsch interpretiere, was ihr mir da erzählen wollt. Aber so wie du es mir jetzt erklärt hast, komme ich auch nicht voran. Ich kann den Waggon bekomme ich auf jeden Fall raus. Aber nur, wenn ich den hier vorher vor die 2 setze. Und dann ist die Reihenfolge wieder falsch. Ich muss die 2 irgendwie vor der 3 da reinbekommen. Das kann ich doch aber jetzt einfach machen. Warte mal. Wie geht es so? So, wenn ich jetzt hier die 2 reinsetze... Okay, wie bekomme ich jetzt das Ding da weg, wenn ich jetzt... Warte mal. Ich kann dann die 2 wieder hier drüben, da habe ich gleiche Probleme ja wieder. Die muss auf jeden Fall vorne sein, die 2. Wenn die nicht vorne ist, habe ich echt gelitten. Ich habe jetzt aber auch keine Chance, die irgendwo abzulassen. Nee, geht auch nicht. Das geht auch nicht. Man kann 4 auf die Schienen stellen. Ernsthaft? Echt jetzt? Alter, danke. Oh Gott. Okay. Ich glaube, jetzt dürfte doch nicht so dramatisch schwierig sein. Bringen wir den gerade nochmal zurück. Der bleibt vorne, wo er war. Dann bleibt der einfach auch. Drehen wir mal das Ding hier. So, dann lass uns den da nochmal zurückschieben. Ach, das war der falsche Knopf, sorry. Und dann fangen wir jetzt nämlich gerade nochmal in Ruhe von vorne an. So. Der muss nach vorne, der muss nach hinten. Wenn man aber 4 Stück aufs Gleis stellen kann. Wie drehe ich das denn nochmal so? So, die 3 ist schon vorne, die 2 muss noch nach vorne. So, dann können die beiden theoretisch schon mal raus. Hilft uns das weiter? Nicht wirklich, ne? Ich muss die 2 vor die 3 bekommen.
Das heißt, warte mal, wir nehmen erstmal die 3 raus. Die 3 raus. Nimm einen davon und dann die 2. Nimm einen wovon? Nimm einen runter, oder was meinst du damit, nimm einen davon? Weil das Ding hier muss ja aber auch weg. Das heißt, wenn ich, wir gerade mal ganz von vorne anfangen, warte mal. Wenn ich jetzt den hier nämlich nach hinten setze. So. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Okay. So, der kommt jetzt ganz nach hinten. Wenn der jetzt dahin kommt und dann die 3, kann die 3 da rein, dann die 2, müsste das nicht so funktionieren? Wir gucken mal. Zuerst die 3 zurück. Ach so, du meinst zuallererst die 3 zurück, also auch vor diesem leeren Waggon, meinst du? Ich hätte jetzt nämlich gesagt, dass jetzt die 3 hier reingeschoben wird. Okay, ich mach mal, wie ihr mir das einfach sagt. Also zuerst die 3 zurück, das heißt, dieser leere Waggon wird erstmal gar nicht benutzt anscheinend. Dann fahren wir den mal wieder nach hinten zurück. So. Dann die 3, hast du gesagt. So, nu? Dann könnte man jetzt höchstens... den leeren Waggon hier reinschieben, dann wäre hier oben wieder Platz. Dann wären es erst 3. Okay, warte mal. Wir schieben mal den leeren Waggon mit da rein. Und dann bringe ich jetzt mal die 2 nach vorne. So, das heißt, wir haben jetzt dann erstmal die 2 noch hier drin. Und packen die dann bei dem leeren Waggon ganz nach vorne, damit die eben auch vorne sitzt. Ich glaube, das war es Rätsels Lösung, oder? Wenn jetzt nämlich die 2 hier drin sitzt. Und dann kommt der leere Waggon jetzt nämlich da rein und dann ist die 3 auch vorne und jetzt kann ich es doch dann in Ruhe sortieren. So. Ja, es war wahrscheinlich entweder war es kniffliger, als ich es mir vorstelle, oder ich war einfach wirklich, habe ich mich extrem dumm angestellt gerade. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Der Greenscreen muss gleich nochmal ein bisschen abbelichtet werden. Sekunde, ich mache das sofort. Dann kommt jetzt hier die Nummer 2 rein. Und dann die Nummer 3. Bevor jetzt hier aber irgendwas losgeht, werde ich das mal ganz kurz mit dem Greenscreen lösen. Sekunde. So.
Das sollte jetzt besser funktionieren. Okay. Dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter in der Story. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Oh oh. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Okay, die sind hier auf jeden Fall schon mal durch. Dann gehen wir mal weiter zum Kran, was wir hier noch machen können. Aber das wird es wahrscheinlich gewesen sein, das Problemslösung, ne? Oh. Und da können wir wirklich auch noch irgendwas machen. Können wir jetzt echt mit dem Kran die Tür auf? Das war eigentlich nur ein Witz gewesen vorhin. Jetzt fängt es bei mir in Dortmund, Nähe von Dortmund auch an zu winden und zu regnen. Ja, jetzt geht's so langsam los. Schade. Okay, ich dachte es. Ich brauch was, womit ich sie einschlagen kann. Ach, die will echt die Fenster einschlagen. Sag das doch gleich. Ich bitte dich, da hättest du aber auch von dem Kran das Ding da nehmen können. Oh oh. Super! Easy. Jetzt wird hier auch noch Vandalismus hervorgehoben. Wir brauchen noch einen Stein. Brauchen wir doch nicht. Es reicht schon. Okay. Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht dran. Wir könnten versuchen, die Kleine durchs Fenster durchzupressen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, jetzt könntest du doch locker. Eieiei. Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Türen. Türen. Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Das war mein Plan. Okay, Dad, du bist dran. Den Plan habe ich von Anfang an gehabt. Super. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal alles, oder? Ja. Ey, da ist noch ein Schalter. Hätten wir Strom. Oh, cool. Okay, komm zurück. Der Knochenrüttler. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Ich finde trotzdem, dass Achterbahnfahren eine saudumme Idee ist. Da sie aber auch einfach wissen, dass die Achterbahn kaputt ist. Ne? Egal. Wir steigen jetzt sehr wahrscheinlich in diese Achterbahn ein, obwohl wir haben auch hier noch einen Schalter, ne, den wir erst aktivieren müssen. Vollgas. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn wichtig und richtig. Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Geht das auch in echt? Ganz dumme Frage. Wenn jemand von euch im Freizeitpark arbeitet, geht sowas wirklich? Ach, da wird doch jetzt irgendwas passieren. Erzählt mir doch nichts. Ach, ja, genau. Ich habe gerade kein Wort verstanden. Was? Ui! Oh!
Okay, wir sind tot. Boah, das ist aber auch ein Assi-Tod, oder? Im festgeschnallt in der Achterbahn einfach gefressen zu werden. Ist schon... Okay. Töten, töten. Jawohl, box ihm in den Arsch. Ich hab's doch gedrückt, hallo. Eieiei. Oh, da werde ich jetzt oft sterben. Das ist jetzt sehr hektisch hier alles, ne? Aber ich hab's wirklich gedrückt, dachte ich. Ich hab den Knopf nicht gesehen. Ah, da kommen noch mehr von denen. Das ist aber ein Problem, was da gerade passiert. Jawohl. Das trifft sie jetzt, oder was? Sind das diese Deinonychos vom Anfang? Oh oh. Oh oh. Das war sauknapp. Das war gerade echt sauknapp. Ey, ich wusste, dass diese Achterbahn noch so richtig scheiße wird. Ja, halt doch dein Maul, ey. Ja, ihr müsst halt extrem schnell da raus, ne? Tschüss. Ja, wer hätte kommen sehen, dass das eine scheiß Idee ist mit der Achterbahn? Wer hätte es kommen sehen? Warum den Kran? Nimm doch einfach deine Hände, ey. Jetzt rennt die ernsthaft zum Kran. Bis die da ist, sind wir schon längst wieder in Sicherheit. Ich hab dich. Was war das jetzt für eine Aktion mit dem Kran? Danke. Ach du Scheiße, war das sinnlos. Ich renn zum Kran! Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Ob's das wohl schon gewesen ist? Werden wir jetzt fröhlich nach Hause fliegen mit dem Helikopter? Wie haben Sie diese Viecher gemacht? Wahrscheinlich nicht. Carrerasaurier? Hererasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leichter als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Oh, Danny scheint, Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Danny scheint schnabuliert worden zu sein. Licht weg.